Mein nächster Gast hat ein Buch über sein Leben mit seiner Katze geschrieben. Sie kennen ihn alle als fantastischen Comedian. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte Ralf Schmitz. Wie kommt es denn jetzt dazu? Also dich kennt man ja als Improvisationskünstler, Comedian, ja. Schauspieler, ja. Alles. Jetzt bist du auch noch Buchautor. Ja. Und hast dieses Buch geschrieben, Ralf Schmitz. Und das Buch heißt bezeichnenderweise Schmitz Katze. Ja. Und es handelt ist tatsächlich. Gut, ist gut, der Titel. Ist erstmal gut. Ich habe darüber nachgedacht. Ja. Und es handelt sich um dein Leben mit deiner Katze. Du hast eine Katze. Das ist ein Buch für Katzenfreunde. Nicht nur. Ist für alle. Für Katzenfreunde, für Katzenhasser, für Katzen, die noch keine haben. Also Menschen, die noch keine Katzen haben. So. Ja. Also es gibt ja für jeden ist was dabei, glaube ich. Für jeden. Auch für was dich. Ist es? Hast du schon gelesen? Ist es ein Roman? Nein. Das dachte ich mir. Hast dich gut vorbereitet. Nein, ist klar. Es ist. Es kannst aber mal reingucken. Also es ist kein Roman, sondern es ist ein Buch. Über ist kein Roman, ist ein Buch, genau, ja. Ja, ein Buch über, lass mich doch mal ausreden, über dein Leben mit deiner Katze, ist das so richtig? Und die Eigenheiten, die Marotten einer Katze. Das stimmt, meine Katze ist schon 23 Jahre alt. Ach du lieber Gott. 23 Jahre, ist wirklich wahr. Das heißt, das sind in Katzenjahren, das heißt, die hat nicht mehr lang. Das weiß ich, ich hoffe, die wird nochmal 23, ich glaube, sieht schlecht aus. Also ich arbeite daran, aber 23 Jahre, taub, Alzheimer, ist voller Programm. Also ich so, die schläft sehr viel, ja. fast ausschließlich. Also langsam wird es langweilig, aber die liegt halt viel rum und kurz, ich meine, übergibt, also macht die jetzt, ist halt alt. Ja. ist sie das, die Katze hier? Das ist sie. Und das bist du? Links ist die Katze, rechts bin ich. Ja, genau. Ja. Als du die Katze wahrscheinlich gerade bekommen hast, das ist ewig her, oder? Das war vor 3-4 Wochen, haben wir das Bild gemacht, das war ja. Also, nein, tatsächlich war ich da so, wir streiten uns immer in unserer Familie, so 8, 9 war ich da wahrscheinlich, so 8, 9 Jahre und so. Aber meine Mutter sagt 8, ich sag 9 und ja. Ja. Aber Katzen sind doch mehr was so für Frauen, oder so? Für, ja. Für so, sagen wir mal, für so, sagen wir mal, ja. 35, 40-jährige Frauen, die keinen Mann abbekommen haben. Richtig. Deswegen habe ich eine oder? Katze, weil die kommen dann zu mir. So, die Frauen kommen dann. Ja, das lockt. Das macht einen unheimlich guten Eindruck, wenn ich sage, ich habe eine Katze 23 Jahre. Das schafft ach, Vertrauen. Ja. Ach, der kann sich gut um Tiere kümmern und um überhaupt Lebewesen. Und zack, ist so eine in der Bude. Ist herrlich. Ist wie heißt die Katze? Nein, die Katze heißt Minka. Oh. Und ich habe damals im Tierheim, ich habe das letzte Einhorn gesehen als kleiner Junge und dachte ich so, jetzt retten wir ein Tier. Und da war es eben die Katze. Und so ist das passiert. Das ist 23 Jahre. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber es ist, ist einfach so passiert. Katzen sind ja durchgeknallt. Die sind total bekloppt. Warum? Ja, die drehen ja durch. Es gibt so viele, erstmal kotzen die den ganzen Tag, das ist ganz schlimm. Also, ja, die lecken sich irgendwie, und dann, die sitzen irgendwo rum und dann gerade noch mau, und dann putzen die und plötzlich, und ich, oh Mann, da muss wieder losrennen. Das hängt aber davon ab, ob man ihnen das richtige Futter gibt. Fressi gibt, nein, oder? Die lecken sich ja. Also die, die können das. Ich meine, ich würde, nein. Also die Katzen machen das und da kommen ja immer so Fell, so Haare lecken die, schlucken die mit runter und ja, so, das ja. Kennst du ja bestimmt. Und, dann muss das ja immer wieder raus, weil die können das nicht so gut verdauen. Und wenn die alt sind, so wie meine, dann können die auch nicht mehr so dieses normale Futter, dieses, das darf man jetzt nicht, also es klingt wie Eckis. Also dieses, weißt du, diese, die quellen dann auf, also es kommt in einem wieder raus, sieht aus wie vorher, ist sehr lustig. Wir haben mal 3 Gründe zusammengetragen, warum Katzen so süß sind. Bitte oh ja. Schön. Hier sind 3 gute Gründe, die für das Haustier Katze sprechen. Grund 1. Katzen machen ihr langweiliges Heim zum drolligen Tollhaus. Immer was los, wenn Muschi die Welt entdeckt. Allerdings nur in den ersten Jahren. Dann lassen's auch die tapsigen Mauseräuber ruhiger angehen. Grund 2. Katzen sind einfach zu bekommen. Ob sie eher aktive oder doch lieber ruhige Vertreter bevorzugen. Geschultes Personal ist darauf spezialisiert, im Handumdrehen ihr Wunschsamtpfötchen zu liefern. Und bei besonders schwierigen Fällen gibt's besondere Versandmöglichkeiten. Grund 3. Katzen sind sozial kompetent. Ja, Katzen sind nicht nur sehr sauber, sondern auch sehr höflich. Mit einer Katze zu Hause können sie einfach sein, wie sie sind. Oh, ja. Yeah. Oh, super. Oh, Franz, hat's dir gefallen? Denn die Katze ist ein wahrer Freund. Ja. 3 Gründe, warum
so süß sind. Das war die Szene übrigens, wo die Katze auf der Toilette saß. Daher wusste ich das noch. Das finde ich ja gerade gut. Das Ganze gibt es auch von dir vorgelesen als Hörbuch. Das gibt es ja als Hörbuch, ja. Ich habe lange darin gesessen und habe das alles eingelesen. Das dauert ja ewig lange, aber es macht riesen Spaß. Ja. Ja, also wenn Sie das interessiert, wenn Sie Katzenbesitzer sind. Ich habe nur kurz gelacht, Entschuldigung. Warum? Nein, nein, sehr. Ja. Wenn Sie das interessiert, da hast du gelacht, ne? Ja, ganz kurz. Ich weiß auch nicht, es kam so aus mir raus. Ja. Oder wenn Sie eine Katze zulegen wollen, das ist genau das richtige Buch für Sie. Da wissen Sie, wie man mit Katzen umgeht und was Herr Schmitz so mit Katzen erlebt hat. Ja, vielen Dank für deinen Besuch. Viel Erfolg damit. Ich schon zur zweiten Auflage. Ich glaube, es läuft bombastisch. Es geht weg wie warme Bücher. Ist toll. Ralf Schmitz, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, dieser junge Mann kommt zu uns jetzt. Er hat dieses Buch geschrieben. Es heißt Schmitz Häuschen und erzählt von seinen Erfahrungen mit der Renovierung seines eigenen Hauses. Denn offensichtlich hat er schlechte gemacht, meine Damen und Herren. Bitte begrüßen Sie Ralf Schmitz! Herzlich willkommen! Grüß dich! Herzlich willkommen! Ah, immer erstmal einen Schluck Wasser. Natürlich. Wie geht's? Gut geht's, gut geht's. Jetzt geht's wieder gut. Jetzt geht's gut. Ja. Dieses Buch hier, Schmitzhäuschen, ist tatsächlich eine autobiografische Abhandlung, Dokumentation, ja. Dokumentation? Ja, kann man sagen. Also selbst, selbst erlebt. Therapie. Kein lustiges Buch. Doch. Was du dir ausgedacht hast, sondern tatsächlich alles so geschehen. Es ist, es ist wirklich so geschehen. Es ist alles tatsächlich genauso geschehen, wie es in dem, muss ich gestehen, wie es in dem Buch geschrieben wurde. Absolut richtig, ja. Stimmt. Erzähl kurz, worum es geht. Du hast ein Haus renoviert. Ja, ich bin auf relativ unfreiwillige Weise zu einem kleinen Häuschen gekommen und habe dann gedacht, das sieht ja gar nicht mal so gut aus. Und habe ich gedacht, okay, da musst du ein bisschen was machen. Was heißt relativ unfreiwillige Weise? Du hast geerbt? Ja, mehr oder weniger. Also, jemand ist nicht mehr und dann habe ich gedacht, ja, dann nehme ich es. So, okay. Und dann habe ich dieses Häuschen bekommen und dachte, da musst du jetzt irgendwas machen. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, ich kann es nicht gut, selber. Ne? Okay. Und dann habe ich gedacht, da musst du dir Hilfe holen. Und dann habe ich mir, dachte ich, Hilfe geholt und die war schlimmer als ich selbst. Das war ein bisschen schwierig. Und das habe ich dann quasi in ein Buch gepresst, beschrieben und aufgeschrieben. Und das ist das Werk, dann, was dabei rauskommt. So sah es da aus? Das sieht ja nach klassischer 50er-Jahre Optik aus. Ne? Ja. So sahen die Badezimmer mit einem etwas neueren Waschbecken. Das Waschbecken ist mal erneuert worden, aber diese grünen Kachel, das ist doch, glaube ich, 50er-Jahre, oder? Ja, warum habe ich dich nicht angerufen? Das wäre ja großartig. Du hast ja richtig Ahnung. Ja, ich glaube, so sieht das aus. Ne? So 50er-Jahre-Badezimmer auch mit diesen runden Stahlstangen da an der Seite. Das hat. Und das hast du dann, wie sah es dann nachher aus? Kann man das auch sehen in dem Buch? Nee, das ist ja noch schlimmer. Es ist ja noch nicht fertig. Es ist immer noch nicht fertig. Nein, es ist immer noch nicht fertig. Das ist auch nur der erste Band. Es gibt 12 Bände, das ist der erste Band. Und das ist nur das erste. Das Buch ist auch ganz klein gedruckt. Wir haben jetzt auf 300, 400 Seiten haben wir jetzt gedruckt, was eigentlich auf 2000 kommt, weil es so viel ist. Weil es so unglaublich viel ist, was so passiert. Für alle, die nicht lesen können, gibt es das auch noch auf Hörbuch. Ja? Schmitz Häuschen. Ja. Du hast schlechte Erfahrungen mit Handwerkern gemacht? Auch. Also was ist das, was Handwerker auszeichnet hier in Deutschland? Auch das ist aber eine Frage. Ich kann dir aber eine lustige Geschichte erzählen, was wirklich passiert ist. Weil ich finde, es ist die schönste, die das so ein bisschen klassifiziert, was mir so widerfahren ist. Man weiß nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Pass auf, ich hatte zum Beispiel einen Maurer. Ist ja klar, brauchen wir ja Mauer, ne? Ich dachte, hier, das ist ein bisschen klein, die Küche war ungefähr so. Dann habe ich gesagt, dann muss ein bisschen größer. So, und dann eine Mauer abreißen, das ging, das klappte wunderbar. Und dann sollte eine neue gemauert werden und das hat er dann auch gemacht. Auf der falschen Etage. Ohne Quatsch, wirklich wahr. Ja. Und diese Mauer, die er gemacht hat, ich stand, du bist er. Ja. Und ich stand ihm gegenüber, wir haben miteinander gesprochen und dann gucke ich so, und hinter ihm war dann die neue Mauer. Das wirklich, ist nicht erfunden, ist wirklich wahr. Und da dachte ich, da oben, da ist doch so ein bisschen zur Decke, da fehlt doch noch so ein bisschen was. Und dann guckt er sich um und sagt, nee, das muss so. Das ist auch übrigens, das muss so, ist so ein Satz. Und in dem Moment, ich schwör's, in dem Moment fällt die Mauer um. Bumm, er dreht sich um, so, guckt mich wieder an und sagt, sind Sie eigentlich versichert? Wirklich. Und das ist eine Geschichte von 10.000 Geschichten, die passiert sind. Das sind Maurergeschichten. Ich habe auch mal sowas erlebt. Da sollte eine Mauer in einem bestimmten Winkel zu einer anderen Mauer gemauert werden. Ja. Nicht mit 90 Grad, sondern ein bisschen stumpferer Winkel. Ja.
Und das wurde extra angezeichnet. Und dann kam ich wieder, war das aber 90 Grad. Dann habe ich gesagt, warum, das ist doch nicht 90 Grad. Ich wollte eigentlich 110. Ja, und er hat gesagt, das muss so. Nee, er hat gesagt, wir sind Maurer und keine Bildhauer. Also wirklich wahr. Hab ich erlebt. Wir sind Maurer und keine Bildhauer. Schön finde ich auch immer, da müssen wir einen neuen Termin machen. Das ist auch immer sehr schön. Dann denkst du, oh nein, nicht schon wieder 4 Wochen. Ja, das ist ja schön. Es dauert immer alles so lange. Ja, gut. Ja, das ist halt das Leid. Wirst du da selber einziehen oder vermietest du es überteuert dann an in Wohnungsnot geraten? Das kannst du nicht vermieten, da will keiner wohnen. Nein, das ist eine einzige Baustelle. Aber morgens um 6 ging es los, morgen Herr Maurer, morgen Herr Installateur und abends um 7, gute Nacht. Und haben sich dann, ich habe denen dann ein Zimmer fertig gemacht und die haben dann auch übernachtet und so, weil die eh so lange blieben. Nein, das ist Quatsch, aber man gewöhnt sich irgendwann dran. Ich habe also in der Baustelle wirklich gewohnt, quasi. Du guckst mich so an, ja, wirklich, ich habe da gewohnt. Das war so, normalerweise sollte es ja, also ich hatte sehr viel Puffer eingerechnet und hatte vorher meine alte Wohnung schon gekündigt. Nee, Miete. Und dann war das ganz klasse und dann habe ich Puffer eingerechnet, mehrere Monate. Und dann war es aber immer noch nicht fertig. Ich habe gesagt, okay, komm, 1-2 Monate, egal. Ne? Und dann hat das aber noch 2 Jahre länger gedauert. Ist das die Heizungsanlage im Keller? Ja. Oder was? Ich weiß nicht, was es war. Vielleicht war es früher mal ein Schwimmbad. Ich habe keine Ahnung. Das sind unglaublich große Rohre. Das sieht nach Fernwärme aus. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, die Heizungen haben Anschluss direkt in Russland. Deswegen muss ich das jetzt, das muss ich jetzt auch ändern, weil da kommt ja bald kein Gas mehr. Und noch eine Kiste Unterberg von den Handwerkern, oder was? Ja, nee, die sind von mir. Da habe ich mich bedröhnt, weil ich dachte, das hält ja keiner aus. Dann habe ich, nee, ich weiß nicht, es muss auch alt sein, auch alt, ja. Und wie weit bist du denn jetzt? Aber noch nicht ganz fertig, ne? Sagen wir mal so, wir haben jetzt Richtfest gefeiert und, nein, ist Quatsch. Also es ist, das meiste ist jetzt fertig. Das meiste ist fertig. Bist du handwerklich überhaupt nicht begabt oder so ein bisschen? Doch, ein bisschen schon. Ja, ein bisschen schon. Also ich, du gehst auch mal in den Baumarkt und sagst, guten Tag, haben Sie diese, wie heißt das, wo man, wenn man da drauf haut, dann geht das leichter rein. Genau, Hammer. Wobei es sehr schwierig ist, mir aufgefallen, diese Menschen, die da arbeiten, die sind schwer zu erwischen, finde ich. Also die sind sehr scheu. Ist wie bei einer Safari, habe ich manchmal das Gefühl. Ne? Es gibt ja die Big Five in Afrika und hier sind es die Funny Five. Also es ist wirklich nicht so einfach. Es ist so eine Promo-Aktion. Ja, das stimmt. Weißt du? Ja, ja. Wenn irgendwie jetzt ein Schlagbohrer besonders billig ist und der direkt hinter der Kasse steht, der Verkäufer von der Schlagbohrerfirma selber. Ja. Und dann. Dann geht's richtig ab. Dann geht's richtig ab. Ja, dann geht's richtig ab. Kannst du auch selber ausprobieren, so, das stimmt. Aber ich habe mich dann immer angepirscht. Und immer wenn du dann auf die zuläufst, dann machen die. Pfumm, und dann sind die alle weg. Man muss sich das jüngste Tier aussuchen. Die anderen sind zu schnell. Das, okay. Spiegel-Bestseller-Autor. Ja, haben Sie es draufgeschrieben? Ist drauf geklebt. Wahnsinn. Was heißt das? Du bist in der Spiegel-Bestseller-Liste mit dem Buch? Mit dem weiß ich nicht, aber mit den beiden vorigen glaube ich ein bisschen. Ah, okay, und dann ist man Spiegel-Bestseller-Autor. Ja, das Clemia, die wollen ja auch, die sind ja auch daran interessiert, das verstehst du, das ist Werbung, das heißt Werbung. Ah, okay. Du hast eine ganze Reihe Termine hier, du bist unterwegs mit deinem Programm. Ja. Aus dem Häuschen. Ja. Hat es was damit zu tun? Auch ein bisschen, ja, aber nicht nur. Nicht nur. Ja. Unter anderem am 20.09. in Schwalmtal. Am 21.09. in Ratingen, am 4. und 5.10. in Iserlohn, am 7.10. in Kamp-Lindfort und so weiter. Alle Infos gibt es bestimmt auf deiner Homepage. Ich glaube, ja. Wie heißt die? Schmitz.tv. Okay, die Eva besetzt, ne? Bitte? Mit dem Namen ist scheiße, Domain zu kriegen, weg. Ne? Die Eva schon weg, ja. War kacke. Schmitz war komischerweise schon weg, ja. Also Ralf Schmitz, meine Damen und Herren!